Kommen wir zu einer Übung. Da dachte man früher, die würde nur den Bauchmuskel trainieren. Nein, weiß man heute, die Beine werden gehoben. Und wenn man das zu Anfang noch nicht kann, machen wir das mal in der Hocke. Ich zeig's mal. Also, ach nee, jetzt habe ich schon die. Das ist die lange Variante mit langen Beinen. Je höher man die Beine nimmt, umso mehr geht es auf den Bauch. Aber vor allem werden die Beine durch den Beinheber, der greift hier ungefähr an und geht durch den Bauch hinten bis an die Wirbelsäule, gehoben. Das ist der Sinn der Übung, also auch die Bauchmuskeln zu trainieren und natürlich den Beinheber auch. Hier oben hält man sich fest, entsprechend mit der Hand, mit den Händen, sprich mit den Unterarmen. Da hat man natürlich auch einiges zu tun. Die werden gleich für festen Griff genommen. Aber alle anderen Muskeln, an den Armen zum Beispiel, die bleiben relativ relaxed.